Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am 19. Oktober diesen Jahres hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die Straßen- und Schienenverbindung Berlin-Rostock sowie den Hafen Rostock in das transeuropäische Verkehrskernnetz aufzunehmen. Ziele der gemeinsamen EU-Verkehrspolitik sind unter anderem der Ausbau einer gemeinsamen Verkehrsinfrastruktur für den gemeinsamen europäischen Markt, die Entkopplung der Wachstumsprozesse von Wirtschaft und Verkehr sowie die Stabilisierung der Anteile bei den einzelnen Transportmitteln. Hierbei wird zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr, Seeverkehr und Binnenschifffahrt unterschieden. Zu den Hauptsäulen der Verkehrsinfrastrukturplanung gehört der Ausbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes. Rechtsgrundlage für den Aufbau der transeuropäischen Netze bieten die Artikel 154 bis 156 im EG-Vertrag. Wesentliche Ziele der transeuropäischen Netze sind dabei die Verbesserung der Vernetzung im Binnenmarkt, die Vereinheitlichung der Verkehrssysteme, die Stärkung der umweltfreundlicheren Verkehrsträger und die Verbesserung der Infrastruktur. Die transeuropäischen Netze umfassen Straßen, Eisenbahnstrecken, Binnenwasserstraßen, das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, Häfen und Flughäfen. Die Planungen sehen vor, dass bis zum Jahr 2020 ca. 75.000 Kilometer Straßen, 78.000 Kilometer Schienen, 12.000 Kilometer Binnenwasserstraßen, 330 Flughäfen, 270 internationale Seehäfen und 210 Binnenhäfen im Rahmen der transeuropäischen Netzprojekte entwickelt werden. Hierfür werden Gesamtkosten von 600 Milliarden Euro veranschlagt. Davon sind allein 225 Milliarden Euro für prioritäre Projekte im Bereich der Bahn und der Binnenschifffahrt vorgesehen. Die Projekte sollen durch nationale und europäische Gelder, Kredite, private Investoren oder Nutzungsentgelte finanziert werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die Europäische Kommission hat nun am 19. Oktober 2011 aktuell einen Vorschlag unterbreitet, mit dem die Straßen- und Schienenverbindung Berlin-Rostock sowie der Hafen Rostock in das transeuropäische Kernnetz aufgenommen werden soll. Mit der Aufnahme dieser Verbindung würde der Raum Rostock an den sogenannten Ostsee-Adria-Entwicklungskorridor angeschlossen werden, in dem zurzeit ca. 90 Millionen Menschen leben. Dieser Anschluss würde eine höhere Wirtschaftsdynamik für die Gesamtregion Rostock und den Hafen ermöglichen und damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze generieren. Der Ausbau der Verbindung zwischen Berlin und Rostock sichert die Anbindung an die wirtschaftlichen Zentren Deutschlands und die dynamisch wachsenden Märkte und Metropolen in Mittel- und Osteuropa. Mit der Verlängerung der transeuropäischen Achse 22 über Athen, Sofia, Budapest, Wien, Prag, Nürnberg, Berlin nach Rostock wäre der Hafen Rostock stärker als bisher an die Wirtschaftsräume Süd- und Osteuropas angebunden. Vor diesem Hintergrund ist der zügige Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Berlin notwendig und zu unterstützen. Dies bezieht sich auch, die Unterstützung auch, bezieht sich auch auf die Konzentration und Beschleunigung der damit einhergehenden Planungsverfahren. Deshalb begrüßt meine Fraktion ausdrücklich, dass sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag darauf festgelegt hat, die Weiterentwicklung der transeuropäischen Verkehrsnetze und die Ergänzung der bestehenden Planung unter der Berücksichtigung der deutschen Projekte voranzutreiben und eine Anpassung des Bundesverkehrswegeplans vorzunehmen. Gleichzeitig haben sich bereits die Wirtschafts- und Verkehrsminister der norddeutschen Bundesländer im Dezember 2009 darauf verständigt, dass der Ausbau der Schienenverbindung Berlin-Dresden nach Prag und darüber hinaus nach Südosteuropa bei einer Erweiterung der transeuropäischen Netzkorridore Nummer 1 und 22 über Berlin nach Rostock sowie Sassnitz-Mukran notwendig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der aktuellen Situation hat es meine Fraktion für notwendig erachtet, sich nochmals deutlich für den Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Rostock zu verwenden,
um die wirtschaftlichen Chancen der Region durch die Aufnahme in das transeuropäische Verkehrsnetz zu verbessern. Obwohl seitens des Bundes und der Landesregierung, wie bereits ausgeführt, diesbezügliche Maßnahmen ergriffen wurden, wollen wir uns im Landtag mit einem einheitlichen Votum für den Ausbau dieser Strecke aussprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von 45 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre.